Hallo YouTube und herzlich willkommen hier zur letzten FC Pro Live SBC. MS Zorsari ist derjenige, den wir hier als letztes abschließen werden. Wir kriegen dafür ein seltenes Goldpack, das ist tatsächlich auch relativ in Ordnung. Und dann noch zwei andere ganz gute Packs plus ein weiteres, was wir bereits haben. Dazu aber gleich mehr. Abgeben müssen wir sechs seltene Spieler. Wir brauchen mindestens ein 65er Rated Team. Wir haben jetzt ein 69er Rated sogar beisammen. 23 Chemiepunkte und einen Spieler aus Saudi-Arabien. Dazu mindestens 4 Nationen, aber das kriegt man im Normalfall eigentlich relativ easy hin. Ich habe tatsächlich einfach einen random Spieler aus Saudi-Arabien aus meinem Verein reingekloppt und ja, den dann eigentlich getrost ignoriert beim Teambuilding, einfach weil es halt sich so ergeben hat tatsächlich. Wir können, glaube ich, sogar vom Rating hier nochmal runtergehen. Das passt dann auch ganz easy. Ich habe meine Lieblingskarten so ein bisschen hier zu Rate gezogen, meine Comneball-Karten, sowohl die Non-Rare als auch die Rare-Varianten. Ich habe am Ende sogar 7 Rare-Spieler mit drin, einfach weil es von der Chemie her dann ganz gut gepasst hat, weil ich halt auch keinen Mittelstürmer sonst hatte von den Non-Rare-Karten hier. Ja, dementsprechend sind wir dann halt, wie gesagt, einfach mit den Comneball-Karten gegangen. Ich habe damit erstmal 6 genommen, dann noch geguckt, was ich von den Non-Rare-Versionen im Verein habe. Da hatte ich die 3 dann gehabt, die gepasst haben. Und zu guter Letzt habe ich mir dann die noch reingestellt, den Goldspieler sogar, um die Chemie voll zu kriegen. Relativ simpel, du kannst ja einfach ein Ligenteam bauen, um eben den Saudi-Arabien-Spieler drumherum, oder du kannst ihn so wie ich ignorieren und dann irgendeine random Liga dir aussuchen. Du brauchst dann nur 6 seltene Spieler und das war's dann auch schon. Die Nation solltest du easy zusammenbekommen, brauchst ja dann nur 3 weitere im Zweifel neben Saudi-Arabien. Das sollte ganz easy machbar sein und ist auch relativ günstig tatsächlich. Ja, haben wir das Ganze abgeschlossen und das war dann, wie gesagt, auch die letzte SBC von diesen ganzen Dingern, zumindest Stand jetzt. Ich denke nicht, dass da aber auch noch was kommt tatsächlich. Die IP brauche ich tatsächlich auch nicht, aber was wir brauchen oder wollen auf jeden Fall, sind die Packs, die es hier gibt. Nämlich ein 83 Plus Pack nochmal und ein 81 Plus mal 11 Pack, das ist ganz cool. Das öffnen wir natürlich zum Schluss und öffnen jetzt erstmal das seltene Gold Pack, weil da habe ich gar keine Hoffnungen drin, die kann ich gar nicht leiden. Spanien, der oder? Walkout? Nee, oder? Nee. Nicht so gut. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen den Ton hier im Auge behalten, weil der könnte gleich wieder rumspacken. Der müsste untradable sein, genau. Da habe ich jetzt keinen Bock zu craften. Ja, nee, war nicht so doll. Wir haben jetzt noch mal einen 83 plus mal 3. Wir haben einen 83 plus an sich. Und dann das mal 11 Pack da. Mal schauen, was uns die so geben. Wales, ZM, wer bist denn du? Eine Frau. Ich weiß nicht, welches Rating. Fischlock. Ey, 84, 1 über Mindestrating immerhin. Immerhin nicht Mindestrating, kann man sagen, ne? Immer positiv denken. So, wir gehen ins 83 plus mal 3 rein, mal schauen, was wir da kriegen. Vielleicht ja wenigstens ein Walkout im Idealfall. Spanien, rechter Flügel ist schon mal schlecht. Sehr schlecht, das sind 383er, genau, okay, da war wieder der Ton ganz kurz weg, aber wir bleiben da. Ja, Wahnsinnspack, danke dafür, EA. Das habe ich gebraucht. Und wir gehen rein ins letzte Pack. Mal schauen, was uns das noch gibt. Wir kriegen Spanien ZDDM. 84. 84 jetzt besten. Wahnsinnig. Ein Walk. Keine Special Card. 284. Noch ein 83er. Hier als Duplikat dann noch. Noch ein 83er. Ja, guck mal. Also Duplikate sind dann sogar in Ordnung. Nee, das ist nicht in Ordnung. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 4 81er und 3 82er, Alter. Also, ja, das ist wirklich, das ist, über die Hälfte vom Pack ist halt quasi Mindestrating. Also, das ist echt Horror. Ich hoffe, ihr hattet da insgesamt ein bisschen mehr Glück. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, das würde mich interessieren. Likes bitte auch gerne einen Like noch da, das würde mich freuen. Einfach weil ich eh halt die Spieler irgendwie verwerten will, die ich eben gezogen habe, machen wir für dieses Video noch nachträglich das Road to the Knockout oder Trailblazer 84 Plus Upgrade. Da hatte ich tatsächlich bisher schon relativ gut Luck, muss ich sagen. Dementsprechend erhoffe ich mir da ein bisschen was. Ich will, ey, am Ende will ich eigentlich nur Julian Brandt haben und ich bin fein so, ne? Ich brauche kein Haaland oder so. Ich nehme ihn natürlich gerne. Aber ich will eigentlich nur Julian Brandt haben und dann bin ich froh. Und dementsprechend mache es mal yay hier. Deutschland. Noch Svenja Hut, ey. Oh, das ist, ich glaube, das ist das größte L, was du somit haben kannst. Weil, also gut, die hat zumindest mal ein 87er Rating. Das heißt, 3 über Mindestrating. Ah, die kann halt nicht mehr geupgradet werden, soweit ich weiß. Dementsprechend ist die halt Much. Was das angeht, futtermäßig ist sie zumindest mal einigermaßen in Ordnung, was, wie gesagt, Rating angeht. Aber da hatte ich auch schon bessere Dinger.
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.